Ja, hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute machen wir mal wieder ein Alexas Video. Das haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, deswegen freue ich mich jetzt hier besonders drauf. Es geht darum, ein paar Lampen, die sich hier in diesem Karton befinden, per App oder mit der Alexa zu steuern. Was will man mehr? Lasst euch überraschen. Das erste, was mir so auffällt hier, ist, dass dieser Karton ganz schön schwer ist. Also die wiegen doch ordentlich. Und da bin ich ein bisschen überrascht. Wir haben jetzt hier, bleib bei uns, eine Nohi-Lampe, also von der Firma Nohi mit Doppel-O und IE. Und zwar die Aurora. Kostet um die 40 Euro. Den Link bekommt ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und das Schöne an dieser ist, dass man die in jede herkömmliche E27-Fassung einbauen kann. Das heißt, ich muss gar nicht Stecker, Strom, sonst was umbauen, umrüsten, sondern ich kann die in jede beliebige Lampenfassung mit der E27 sozusagen einfach reinstöpseln. Und das ist natürlich schön. Die reagieren über Wi-Fi, wie die meisten fernsteuerbaren Endgeräte und Steckdosen und so weiter ja auch ganz normal über Wi-Fi. Man verbindet sozusagen sein Handy über eine App mit den Dingern und dann funktioniert das. Auch hier wie gewohnt in dem 2,4 GHz WLAN. Für alle, die es nicht wissen, in der Regel können die aktuellen Router beide Netze 5,0, 2,4. Und man kann die also nutzen und sich automatisch damit verbinden. Ich habe jetzt hier für mich zur besseren Verdeutlichung sozusagen die beiden Netze getrennt, weil man kann auch unterschiedliche Namen vergeben. Ist aber in den meisten Fällen nicht notwendig, also lasst euch nicht irritieren. Ja, ansonsten haben wir hier eine 10 Watt Glühbirne, die natürlich ja damit sozusagen mit 0,8 Ampere, 10 Watt, gar nicht so energiefressend ist, denn 10 Watt ist ja wenig. Wenn ihr mal überlegt, früher hat man 40 Watt, 60 Watt nehmen müssen, um überhaupt Licht reinzukriegen. Das hat sich ja Gott sei Dank mit der LED-Technologie geändert. So, dann machen wir das Ding mal auf. Wir haben hier eine Anleitung, eine schöne Anleitung und ein kleines Kärtchen. Und dann befinden sich in dem Set für gut 40 Euro vier von diesen schönen Lampen. Immer eine raus. Sind dann hier einzeln verpackt, nochmal in so kleine Tütchen. Und so sieht die ganze dann aus. Und hier ist also auch die handelsübliche Fassung, die im Grunde genommen in vielen Haushalten immer noch existiert. Und ich muss also, wie gesagt, hier auch nochmal feststellen, das Gewicht ist doch ganz schön. Da muss man aufpassen. Ich denke, es liegt ja an diesem Porzellangehäuse, was wir hier haben. Denn obwohl die LED sind, können die trotzdem warm werden. Das heißt, hier muss man ein bisschen aufpassen. Und hier steht also auch wieder nichts smarte LED-Lampe mit einer eigenen MAC-Adresse. Klar, weil wir ja die mit einem Internet verbinden bzw. über die App steuern. Ja, wie machen wir das? Das gucken wir uns noch mal an. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Und zwar habe ich mir schon mal diese Anleitung hier angeschaut und muss dann feststellen, dass auf der Anleitung, verschiedenste Sprachen drauf sind. Unter anderem auch die schöne Sprache Deutsch. Und da steht dann Anweisung. So, das wollen wir doch jetzt mal machen. Anweisung, da scannen wir jetzt einfach mal die App, den App-Code, der hier abgebildet ist, und dann kriegen wir die auch schon angezeigt und können die App installieren. Dann steht jetzt hier weiter, folgen Sie den Anweisungen auf der App. Machen wir. Jetzt warten wir mal einen kleinen Moment, bis sie installiert ist. Dann öffnen wir die und folgen einfach den Anweisungen. So, jetzt wollen wir natürlich den erlauben, dass wir auch hier
Mitteilung bekommen und wir müssen ein Benutzerkonto anlegen. Ist leider hier notwendig. Das hat den einfachen Hintergrund. Ich muss ja ein Alexa-Konto, also eine Alexa-Verknüpfung machen. Also muss ich natürlich irgendwie die Verbindung herstellen zwischen den Konten. So, das heißt, hier wird dann ein Benutzerkonto angelegt. Da kann jeder im Prinzip sich einen eigenen Namen vergeben und auch eine E-Mail-Adresse. Wenn ich die E-Mail dann gleich mal eingetippt habe, dann müssen wir noch den Datenschutzbestimmungen zustimmen. Ganz wichtig, habe ich hier im Schauen. Und dann, genau, habe ich gerade noch gesagt, jetzt zustimmen. Und dann melden wir uns an. So, jetzt steht da das in Englisch allerdings, was jetzt nicht schlimm ist, dass ich einen Verification Code bekomme, geschickt bekomme. Das heißt, ich muss also jetzt hier nicht mit Passwort arbeiten, sondern mit einem einmaligen kurzzeitigen Code. Der gilt nur 30 Minuten. Kann ich mich jetzt hier autorisieren, authentifizieren, wie man es auch immer nennen will. Und kann jetzt das entsprechende Passwort eingeben, was ich ja später brauche, um den Skill, ich will das natürlich noch nicht zu weit vorgreifen, dann zu installieren. Ne, ist ja ganz klar. So als Tipp, ich würde jetzt hier vielleicht nicht ein allzu kompliziertes oder wenn überhaupt dann ein Passwort, was er sonst nicht unbedingt verwendet, als denn die Daten werden ja nochmal über den chinesischen Server ausgetauscht, kann man ja überlegen, ob man da Vertrauen hat oder nicht. Die Frage ist, was kann einer damit anfangen? So, nachdem wir das vergeben haben, dann suchen wir uns hier schon mal ein neues Device aus und in dem Fall die Lampe. Und jetzt soll die Birne, die ich da habe, blinken, was sie nicht macht. Was sie also nicht macht. So, und jetzt müssen wir mal gerade gucken, warum macht die das nicht und wie können wir jetzt da das einstellen, dass sie das macht. Das schaue ich mir gerade mal an. So, dann sagen wir mal, sie blinkt nicht. Und dann bekommen wir jetzt hier eine Anleitung, wie wir die Birne zurücksetzen können. So, das heißt, ich soll jetzt 10 Sekunden lang den Schalter ausschalten. Dann sollen wir das Gerät wieder einschalten, aber schalten Sie das Gerät aus, ein, aus, ein, aus, ein. Das machen wir mal und dann gucken wir mal, ob das blau blinkt. Hat hier geklappt? Blinkt blau. Ich zeige euch das im Video, weil ich habe es nämlich vorher schon gemacht und ich wollte euch das nur schon mal simulieren, wie das hier funktioniert. Denn die Birne, die ich habe, die ich hier nutze, die habe ich hier hinter mir an der Decke aufgehangen und das dokumentiere ich euch dann gleich mal. So, nachdem wir festgestellt haben, jo, blinkt blau, können wir sie jetzt einrichten. Zum Einrichten müssen wir jetzt die App sozusagen mit dem Netzwerk verbinden. Und da kann man natürlich schauen, was gibt es hier für Möglichkeiten. Ich nutze das aktuelle Netzwerk. Ich schaue aber jetzt sicherheitshalber noch mal vorher rein. Bin ich mit dem richtigen Netz verbunden? War ich natürlich nicht. Also hier noch mal zur Orientierung. Ihr müsst die nicht trennen. Man kann die trennen. Ich habe sie hier getrennt, damit ich immer sicher gehen bin bei den ganzen Installationen, dass alles klappt. Und jetzt kann ich dem das Netzwerk sozusagen freigeben, indem ich da auf Verbindung klicke. Dann zack, holt er sich das rein. Also ich habe da rechts auf Verbindung geklickt. Und jetzt brauche ich nur das Netzwerkpasswort abspeichern bzw. eingeben. Das ist natürlich das WLAN-Kennwort, was ihr vorher vergeben habt, womit ihr auch euer Smartphone verbindet. Das kann er nicht auslesen. Deswegen müsst ihr das hier einfach nochmal neu eingeben. Wenn ihr das dann erfolgreich gemacht habt, dann werdet ihr aufgefordert, ein Konto anzulegen und mit diesem, beziehungsweise nicht Konto anlegen, sondern ihr werdet aufgefordert, mit dem Konto, was ihr vorher angelegt habt, jetzt euch zu verbinden.
Und zwar, wenn wir das jetzt mit der Alexa-App verbinden wollen. So, nachdem wir die Daten eingegeben haben, können wir sagen, er soll sich mit der Lampe verbinden. Die blinkt ja schön vor sich hin. Das heißt, wir haben ja hier jetzt eine empfangsbereite Lampe und dauert einen kleinen Moment, dann hat er sich verbunden. Wunderbar. Und jetzt können wir einen Namen vergeben. Da die hinter mir ist, nahe unserer Kaffeemaschine, nenne ich die einfach jetzt mal Kaffee. Ja, ist doch klar. Ja, wie müssen wir sie ja benennen? Vielleicht lasse ich sie auch Kaffee braun leuchten. Sieht bestimmt toll aus. Und da ist sie dann schon. Das ist doch hervorragend. Da ist sie doch schon. Super. Jetzt kann ich parallel dazu, kann ich jetzt hingehen und die steuern. Beziehungsweise jetzt haben wir ja das Ziel erreicht. Jetzt kann ich die hier über die App steuern. Ich kann die Helligkeit machen, also korrigieren. Dann kann ich die an- und ausschalten. Das müssen wir gleich mal probieren. Genau. Und mal gucken, was hier noch so alles geht. Da kann man, das gehen wir auf Licht. Aha, da können wir also die Farbintensität einstellen. Das bedeutet also, wir haben die Möglichkeit jetzt hier so in dieses kalte Licht. Man kann ja mit LED arbeiten, mit kaltem Licht oder warmem Licht oder verschiedenes Sonnenlichtimitation oder. Und das kann man hier alles wunderbar mit der App jetzt einstellen. Und das sieht sehr komfortabel aus. Und jetzt könnte ich hier auch meinen Kaffeebraun könnte ich jetzt hier nutzen und die Farben also wechseln, blau, rot. Bisschen gelb, also das klappt ja, muss ich sagen, super. Also hier kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich bin allerdings ein Fan davon, so im Bereich der Weißtöne zu arbeiten. Das ist jetzt hier auch ein Arbeitsbereich, wo wir dann tätig sind. Ja, dann habe ich hier verschiedene Vorlagen, die verschiedene Lichter zeigen bzw. simulieren. Die haben jetzt hier so schöne Namen wie natürlich, aktiv, schwimmen und so weiter. Muss mal gucken, vielleicht ist da ja eins dabei, was gut gefällt. Ja, dann kann man natürlich das nutzen, spart ein bisschen Einstellungsarbeit. Weil letztendlich ist ja so, dass man vielleicht als ungeübter Nutzer gar nicht weiß, wie soll ich meine Lampe einstellen. So, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die mit den Assistenten zu verbinden. Einmal mit natürlich der Alexa oder mit dem Google Assistent. Wir werden jetzt hier einfach mal versuchen, mit der Alexa zu verbinden. Ich muss jetzt allerdings hier feststellen, es ist jetzt in Englisch. Nicht mehr so schön wie auf der Papieranleitung, sondern wir haben es in Englisch, aber es ist wirklich gar nicht so schwierig. Folgt einfach jetzt hier meinem Video, dann geht das. Ich öffne also die Alexa-App für alle, die schon mal Geräte verbunden haben mit der Alexa. Die wissen ja, wie das geht. Ne? Das ist ja eigentlich gar kein Problem. In der kurzen Anleitung stand, dass wir den Skill runterladen sollen. Also bei Alexa heißen die kleinen Apps, die da so alle installiert werden, heißen Skills. Ne? Und deswegen suchen wir jetzt einfach mal nach dem Noi Skill. Ne? Da sollte doch machbar sein, den hier zu finden. Und dann, wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann brauchen wir den Noi Home Skill. Und den suchen wir jetzt mal. So, Noi, auf OK. Und da haben wir den Noi Home Skill. Schaltet Stecker aus zum Beispiel. Oder Lampe an. Hast du die Lampe an? So, jetzt müssen wir den aktivieren. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte das ja im Vorfeld schon mal gemacht. Schaut mal, da steht E-Mail-Adresse. Dieses +49 hat mich allerdings irritiert. Also habe ich dann gleich eben angefangen, meine Handynummer da einzugeben, weil dieses +49. Aber ihr seid hier richtig. Es muss einfach nur die E-Mail-Adresse, die ihr vorher genutzt habt, womit ihr den Account angelegt habt, genutzt werden. Und das vergebene Passwort, um hier erfolgreich den Skill zu verbinden. Das +49 steht einfach für Deutschland. Unabhängig davon, ob wir jetzt hier eine E-Mail-Adresse eingeben oder eine Handynummer. Und da habe ich mich echt irritieren lassen, dass ich denke, das kann ja nicht sein. Wieso steht da? Du hast doch gar keine Handynummer vergeben. Klappte natürlich die Verbindung nicht, weil die kennen ja gar nicht meine Handynummer.
Also von daher macht nicht den Fehler, gebt einfach die vergebene E-Mail-Adresse ein und dann könnt ihr das Ganze super verbinden. Ne? Das war so für mich so ein bisschen, ich denke, hä, was machen die denn da? Aber wir haben es geschafft und die Lampe ist hervorragend verbunden mit dem Skill. Jetzt können wir mal ein bisschen arbeiten. Müssen wir nochmal zeigen. So, Passwort ist da. Ich habe ja die Videos hier so ein bisschen vorbereitet. Müssen wir die mal eben nutzen. Und jetzt sagt die Alexa, nachdem ich autorisiert habe, dass sie darauf zugreifen darf, dass die Verknüpfung erfolgreich war. Wenn die Verknüpfung erfolgreich war, dann schließen wir oben links das Fenster. Und jedes Mal, wenn jetzt in der Alexa-App ein neues Gerät hinzugefügt wird, dann fordert er auf, dass wir hier die Geräteerkennung aktivieren. Machen wir natürlich, weil wir wollen unser Gerät ja wieder finden bzw. auch aktiviert haben. Das dauert einen kleinen Moment, ne, steht hier, kann bis zu 45 Sekunden dauern. Das wollen wir natürlich abwarten, ist ja ganz klar. Denn wir haben ja nachher vor, unter dem vergebenen Namen Kaffee, ne, dann unsere Lampe auch zu steuern. Und jetzt muss Alexa nur so schlau sein und die Lampe auch finden. Da schauen wir nochmal, ob das klappt. Wenn das sofort klappt, dann spricht das natürlich hervorragend für diese wunderschöne Lampe. Vier Stück an der Zahl, 10 Euro das Stück, gar nicht so teuer, wenn man überlegt, wie lange die so brennen. Denn die haben ja eine erheblich lange, also sehr lange Brenndauer in der Regel. Und mit der Funktionalität, da habe ich früher nicht mal eine normale Birne für gekriegt. Super. So, Kaffee ist eingerichtet. Sehr schön, kriege ich jetzt einen Schluck. Das heißt, ich kann jetzt mir die angucken. Gucken wir mal, ob die hier so auftaucht. Nee, also in den Szenarien taucht sie natürlich noch nicht auf, weil ich sie ja so eingebunden habe. Das heißt, wir können aber jetzt, das ist das Schöne, einfach mal bei den Lampen gucken, ob die eventuell dabei ist. Ne? Wie ihr seht, ich habe hier noch Weihnachten eingerichtet, Wohnzimmerlicht habe ich eingerichtet, aber kein Kaffee. Also gucken wir mal einfach nach den Lampen. Einen Raum habe ich auch noch nicht vergeben. Das ist dann das Schöne, aber wir gucken mal in den Lampen und da ist sie, der Kaffeemaschine. Und jetzt testen wir mal, ob sie reagiert. Und, reagiert sie? Hä? Hm? Bist du da? Komm, komm, sag mir, ja, komm los, mach eh. Ja, wo könnte es sein? Da ist sie. Und jetzt bin ich überrascht. Jetzt bin ich echt überrascht. Der Skill ist also sehr ausgereift, denn das... haben wir nicht bei allen Lampen. Da möchte ich hier sagen, Achtung, das gibt es hier nicht bei allen Lampen. Ich kann hier die Helligkeit regeln. Das heißt, da wird Alexa garantiert drauf reagieren. Und ich kann die Farbe festlegen. Alles mit der Alexa-App. Und das ist was Besonderes. Das haben lange nicht alle. Die meisten günstigen Lampen, Schalter oder whatever, die kennen nur ein aus. Ein aus. Ne? Also da muss ich sagen... Coole Arbeit geleistet, Daumen hoch. Das ist schon ordentlich. Ne? Also von daher perfekt. Ja, ich würde sagen, mehr kann man ja gar nicht darüber erzählen. Sie funktioniert, ne? Wunderbar. Geht also, geht. Ne? Macht euch also keine Gedanken. Daumen hoch. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Top. Wie gesagt, ihr findet die, den Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne dann anschauen, wie die, was die kosten zu dem Zeitpunkt, wo ich die jetzt bekommen habe. Lag diese um die 40 Euro mit 5 Euro Rabatt. Von daher alles hervorragend. Ganz tolle Lampe. Würde ich sagen, super. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, dann wie immer Daumen rauf. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, da gibt es wieder Neuigkeiten für Alexa und ähnliches oder für Lampen oder Technik. Ach, was nicht alles, ne? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.